Es ist ruhig auf dem Griebsteinsee, aber diese Ruhe trügt, denn die Saisonvorbereitungen laufen auf Hochtouren. Am und im Hafen des Griebsteinsees wird gewerkelt. Die Fahrgastschiffe und Fähren der Griebsteiner Flotte liegen auf dem Trockendock. Innen und außen werden die Schiffe auf Vordermann gebracht, denn spätestens zum offiziellen Saisonstart an Karfreitag soll die Flotte wieder auf Tour gehen.